Der Kinofilm Das Kind hat ja jetzt demnächst, ich glaube am 17. Oktober, in den deutschen Kinos Premiere. Und ich spiele darin eine Rolle, die ich jetzt nicht erläutern möchte, weil die Filmemacher mich auch extra aus dem Trailer, der ja zur Ankündigung des Films dienen soll, rausgelassen haben, um nicht viel zu verraten. Die Zuschauer sollen gespannt bleiben. Auf jeden Fall, jeder, der denkt, es hätte etwas mit Didi zu tun, irrt, weil dieser Film hat mit Didi so viel zu tun wie ein Kuhstall mit einer Konzerthalle. Also ich kannte Sebastian Fitzek nicht persönlich vorher. Ich hatte zwar von seinen Büchern gehört und dann habe ich über die Agentur, meine Agentur quasi, dieses Angebot bekommen für die Rolle. Dieses Angebot habe ich mir dann reiflich überlegt, 24 Stunden lang, und dann hat mich die Lust gepackt, doch mal zu zeigen, dass Leute, die mich jahrelang und besserwisserisch in eine Comedy-Schublade stecken wollten, dass die vielleicht doch Unrecht haben. Ja, ich habe ja mehrere Hörbücher gemacht und viele Aufnahmen gemacht, die speziell auch für Kinder gedacht waren. Das macht mir Spaß. Ich muss allerdings sagen, dass ich jemand bin, der verzweifelt gerne liest, nach wie vor. Und das kann für mich das Hörbuch nicht ersetzen. Aber ich finde, dass sich manches Mal Dinge auch ergänzen. Beim Lesen kann ich meine eigene Fantasie walten lassen. Und beim Hören ist es natürlich so, dass der Fantasie quasi so eine Art Geländer gegeben wird. Beides ist interessant. Also wenn ich die Möglichkeit hätte und die freie Wahl, ein Hörbuch zu machen, würde ich auf jeden Fall Texte von Hermann Hesse bevorzugen. Das ist mein Lieblingsautor. Ja, ich drehe zurzeit einen Film, der heißt Sein letztes Rennen. Ich spiele einen alten, ehemals sehr erfolgreichen Marathonläufer, der sich den Drangsalierungen des Altersheims und des Personals vom Altersheim widersetzt und es einfach nochmal wissen will. Und mein Lebensmotto ist ja, immer mindestens einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und dieser Film, diese Rolle atmet den Geist dieses Mottos. Ja, ich habe vor etwa 3 Jahren das Schlossparktheater übernommen. Das ist ja ein sehr renommiertes Theater, das früher große Glanzzeiten erlebt hat. Und es war geschlossen, seit Jahren geschlossen. Und es war in einem total verwahrlosten Zustand. Und ich habe das mit eigenem Geld, mit Griff in die Privatschatulle renoviert, wieder zum Leben erweckt. Und wir gestalten einen Spielplan, der sich mehr und mehr der Zuschauergunst erfreut. Und für mich ist diese Wiedereröffnung des Schlossparktheaters beruflich gesehen das Wichtigste, was ich gemacht habe, denn es ist mein absolutes Herzensprojekt. Ja, ich glaube, dass ich natürlich als Student und als Schauspielschüler früher hier in diesem Theater alle wichtigen großen Inszenierungen erlebt habe, quasi in Gedanken niedergekniet bin vor Leuten wie Martin Held und Hildegard Knef. Und deswegen war es für mich natürlich schon eine besondere Herausforderung, genau dieses Theater zu übernehmen. Ein Theater, in dem ich wirklich die glücklichsten Stunden als Zuschauer damals verbracht habe. Ich habe zu meinem 50-jährigen Bühnenjubiläum ein Stück herausgebracht, das heißt Stationen eines Komödianten. Das ist quasi kurz gefasst eine Übersicht über meine Laufbahn, beginnend mit der Schauspielaufnahmeprüfung für die Schauspielschule, über politisch-satirisches Kabarett, über Abracadabra, über die Non-Stop-Nonsense-Zeiten in Didi, die Rückkehr zum politischen Kabarett und daraus quasi ein Sammelsurium, wo ich aus bestimmt etwa 450 Stunden Material die Rosinen rausgepickt habe. Also wenn das nun jetzt schlecht sein sollte, hätte ich ja alles falsch gemacht. Wir haben quasi nur die Rosinen verwendet und wer da nicht lacht, muss entweder blinder Japaner sein oder zum Lachen in den Keller gehen. Also für mich ist natürlich klar, dass Theater die Keimzelle unseres Berufes ist. Alles andere, Film, Fernsehen, ist ja später erst durch technische Mittel dazugekommen. Theater, wo in dem Moment, wo das Wort dem Mund entfleucht, man es auch nicht mehr zurücknehmen kann, bleibt für mich das Größte. Und das Schönste ist natürlich, wenn die Bälle in Form von Pointen, die wir absondern, vom Publikum aufgefangen werden und das Lachen oder das zutiefst Berührtsein oder auch der Applaus in dem Moment erzeugt wird, das ist durch Fernsehen und Film nicht zu ersetzen.
Ich werde oft gefragt, weil es ist ja so, dass ich das Kabaretttheater Die Wühlmäuse habe, das ich vor über 50 Jahren mal selbst gegründet habe, als junger Nobody. Dann jetzt das Schlossparktheater, dann drehe ich den Film. Dann habe ich ja auch noch einen von mir heißgeliebten Sohn, um den ich auch mich ein bisschen kümmern möchte. Das heißt also, manche Leute denken ja, wie macht er das? Ich denke einfach erstens mal mit Fleiß und zweitens mal, indem man sich Leute aussucht, an die man auch Dinge delegieren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Naja, es heißt, es geht ja zurück auf ein Goethe-Zitat, wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen. Und hier ist es eben so, dass ich wirklich, dadurch, dass ich über Jahrzehnte hinweg versucht habe, die Leute zum Lachen zu bringen und möglichst angenehm zu unterhalten, dass ich denke, dass ich da auch für manche, die manchmal vielleicht von den Sorgen des Alltags gebeutelt waren, dass ich die von ihren Sorgen erlöst habe.